Hallo ihr Lieben, ja, ich habe heute gebastelt und habe diese Karte gemacht und hatte so viel Spaß mit dieser Technik und allem, dass ich dachte, ich mache jetzt einfach noch zwei und filme die für euch. Also wie ihr gesehen habt, braucht ihr Embossing-Zeugs und dieses Colorbox oder was auch immer, weißes Stempelkissen, schwarzen Cardstock, der ist am allerwichtigsten. Und dann habe ich mit diesen Stempeln angefangen und zwar sind das von Clearly Besotted, diese kleinen süßen Dinochen. Dann habe ich erst die ganze Karte sehr großzügig, oder den ganzen schwarzen Cardstock, sehr großzügig mit meinem Powder-Tool bearbeitet. So großzügig, dass ich sogar rausschmeißen, schneiden musste für euch. Und dann kam mein Versamark-Stempelkissen zum Einsatz. Und damit ich irgendwie schneller bin und nicht so viel Zeit verschwende mit dem Putzen, habe ich auch für jedes kleine Tierchen einen neuen Acrylblock genommen. Und habe das halt quasi alles am Stück sauber gemacht, damit ich schön rausschneiden konnte. Aber gut. Genau, und ich denke ja auch immer bei Versamark, dass ich mich ein bisschen beeilen muss. Ja, hier habt ihr nochmal den Kopf. Und genau, also ich habe drei kleine Dinos gestempelt. Und die werden jetzt mit Weiß, da habe ich Wow Embossing Pulver. Da habe ich gedacht, ich habe einen Fussel gesehen und ihn aber dann nicht mehr gefunden. Genau, embossed, also einfach rüberstreuen. Und für alles, was dann immer so im Weg ist, habe ich quasi einen Pinsel genommen. Und ich habe so viel embossed, dass ich dann teilweise auch ganz entspannt da saß, rumpinselte, pustete, pinseln, pusten, pinseln, pusten. Aber so sind alle Abdrücke eigentlich ganz gut geworden. Dann fand ich die drei kleinen Viecher zwar süß, aber wollte noch ein paar Herzen drauf machen. Hier habe ich ja mal alle möglichen Herzen aus allen möglichen Stempelsets zusammengetragen. Und dann habe ich halt alle auf einen Blick für so Fälle wie jetzt. Ich gebe zu, es ist vielleicht auch euer Eindruck gleich. Ich habe ein bisschen übertrieben mit den Herzen. Ich hätte es ein bisschen dezenter machen können. Guckt mal, was sagt ihr? Bisschen viel, ne? Und da sind noch nicht mal alle zu sehen. Da kommen gleich noch welche hinzu. Aber ich dachte mir, ihr wisst ja, wie man embosst, also muss ich es euch jetzt auch nicht stundenlang zeigen. Hier zeige ich es auch nur ganz kurz. Die zweite Karte habe ich mit diesen kleinen Monstern von Mama Elephant gemacht. Genau, einfach auch nur drei. Und dann habe ich ein paar weniger Herzen genommen. Tada! So. Und jeweils ein Spruch. Und jetzt kommt quasi der Zaubertrick. Hier habe ich so ein Stück Schwamm oder Lappen abgeschnitten. Den tunke ich in dieses Stempelkissen. Ich muss mal gucken, was ihr dann nehmt, ob was da so geht, aber weiß soll es schon sein. Tipp so rein und dann schmier ich es auf der Rückseite. A, gucke ich schon mal, wie es läuft und dann hat man ein Gefühl dafür. Und B, hat man den Großteil der Farbe schon mal ein bisschen abgetupft, weil so viel braucht man auch nicht. Ich glaube auch, das, was ich genommen habe, also so die Masse, die ich hier gemacht habe, ich bin mir nicht so sicher, als ich die fertigen Karten gesehen habe, ob das zu viel ist oder zu wenig oder ob regelmäßig oder unregelmäßig besser ist. Ich glaube, da müsst ihr euch einfach mal durchprobieren oder ihr könnt auch hier in meinen Karten einfach sehen, was euch besser gefällt oder nicht oder ob ihr das, was ich gemacht habe, toll findet oder nicht. Ja, und ich finde, eigentlich sind meine Motive gar nicht so super geeignet für so eine Shortboard-Sache. Ich habe so eine Karte von der lieben Nicole, die hat nur Buchstaben benutzt, also meinen Namen und irgendwie Text darüber und darunter und so ein paar Symbole, also Herzchen und so ein paar Zweige. Ich glaube, dann macht's mehr Spaß, also wenn das Stempelmotiv auch sinnvoll zu diesem Chalkboard ist, ne? Aber ich hatte jetzt keine Muße, mir irgendwie so einen Text zu überlegen, also habe ich die süßen Viecher genommen. Genau, und jetzt kommt im Prinzip der dritte Schritt. Und zwar nehme ich diese Polychromos, um das zu kolorieren. Und das hat quasi den Effekt, dass das auch nochmal so ein bisschen kreidig aussieht. So, jetzt sieht man mich eine Weile kolorieren, jetzt hätte ich eigentlich was über die Motive erzählen können. Naja, was fällt mir denn sonst noch ein zu erzählen? Ob ich es nochmal neu bequatsche? Ach egal, jetzt halte ich durch. So, also hier habe ich ich erzähle jetzt mal irgendwas, ein wundervolles Blau genommen, immer schön angespitzt den Stift vorher. Und dann habe ich, weil, ich weiß gar nicht, ob das gestempelt muss. Ich habe die Viecher jetzt zum ersten Mal benutzt. Ich muss den ja mal stempeln und mal probieren, wie sie dann sind. Ich finde, das ist sehr viel Linienzeugs. Also da hast du gar nicht so viel Platz zum Kolorieren. Genau, die Rückseite bietet sich immer an, um die Farben zu testen. Die sieht ja am Ende keiner. Und deswegen habe ich wirklich hauptsächlich die großen Flächen. Also ich habe ganz zum Schluss noch versucht so ein bisschen, aber seht ihr da diese kleinen Flügelchen und so? Da ist ja mehr Linie als irgendwas, dass man was ausmalen könnte. Deswegen habe ich mich, glaube ich, auf die großen Flächen beschränkt. Und auch kein großes Hexenwerk gemacht. Also jetzt nicht stundenlang Verläufe. Ich habe immer die Ränder ein bisschen dunkler und dann so ein bisschen verlaufen lassen. Eigentlich finde ich, ist Kolorieren mit Polychromos oder Buntstiften im Allgemeinen, finde ich wahnsinnig schwierig. Man sieht irgendwie jeden Strich und so richtig geil und eine knallige Farbe wird's nicht. Und ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr benutzt, aber für diese Technik ist es genial. Denn sind die ja auch so butterweich. Und wie gesagt, die sehen dann auch so schön kreidig aus. Und man kann auch komischerweise auf dem schwarzen Papier ganz easy Verläufe hinkriegen. Also quasi so ein Übergang zu Farbe und dann irgendwann zu schwarz. Ohne mich jetzt selbst zu loben, aber es ist wirklich echt nicht schwer gewesen.
Und sieht halt irgendwie auch gleich ganz gut aus. Genau, dann kommen noch die anderen Monster. Und genau, dann habe ich mal versucht, Farben zu nehmen, die ich nicht immer nehme. Also wie zum Beispiel grün. Ich bin ja sonst immer nur pink. Nicht, dass ich jetzt pink weggelassen hätte, aber ja. Und auch hier sieht man zum Beispiel in den Hörnern, es ist, glaube ich, gestempelt, irgendwie noch cooler. Da kannst du irgendwie noch ein bisschen was wirklich kolorieren, obwohl das wirklich schon sehr klein ist. Aber so habe ich halt das bloß die Körper koloriert. Versuch's doch ein paar mit Blumen vielleicht. Das macht doch bestimmt auch Spaß, irgendwie was auf Schwarz mit Weiß. Dann habe ich ganz simpel einfach nur die Ecken abgerundet. Da habe ich so einen uralt Stanzer, wirklich mein erster Stanzer, den ich mir gekauft habe, glaube ich. Den ich einmal in meinem Leben benutzt habe. Aber ich gebe zu, weil Nicole das auch so gemacht hat. Die hat auch so nach innen geeckte Ecken. Da wollte ich das auch so machen, aber ihre waren noch schöner. Meine sind zu klein, aber egal. Und dann einfach auf fertige Kartenrohlinge auftragen. Aufkleben mit doppelseitigem Abstandsklebi. Ach, meine Haare, wie schön. Und das war's auch schon. Versucht's doch mal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und danke fürs Zugucken. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kriege ich ein kleines Like, das wäre super.